Und die sind auch abends noch genauso bequem. Haben natürlich ihren Preis. Mit wem kommt Martha denn da an? Der ist ja schnuckelig. Arm in Arm. Die wird sich doch wohl nicht von Ernst getrennt haben. Na, ihr beiden. Hallo. Ich habe euch eine kleine Überraschung mitgebracht. Darf ich vorstellen, das ist Pepe. Hallo, Martha. Hallo, Pepe. Pepe ist dein neuer Adoptivsohn, richtig. Wir haben den Kleinen aus Südamerika. Ich wusste gar nicht, dass Ernst und du, dass ihr so dringend Kinder wolltet. Doch, sehr. Wir haben auch alles probiert, aber Ernsts Sperma ist so schlecht. Und ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und da haben wir uns zur Adoption entschlossen. Nicht machen, Pepe. Ach, lass doch. Ist ja bestimmt noch alles neu für ihn hier. Wie seid ihr denn auf Südamerika gekommen? Über eine Agentur. Die vermitteln Kinder aus verarmten Rebellenfamilien in Kolumbien. Und der Pepe hat im Dschungel gelebt. Ohne Ärzte, ohne Schule. Ganz schlimm. Der ist jetzt sowas von dankbar, dass er hier sein darf. Der ist ja so süß. Darf ich auch noch? Und war die Umgewöhnung für ihn nicht schwierig? Naja, Gott sei Dank ist er noch ganz jung. Der wird sich an alles gewöhnen. Jetzt schläft er erst mal bei uns im Bett und dreimal die Nacht schreit er und will meine Brust haben. Ist das nicht toll? Okay, aber du bist so ein Süßer. Aber sag mal, wie kommt der Ernst mit dem Kleinen? Ernst ist so ein toller Vater. Ganz liebevoll. Ah, da ist er ja. Na, habt ihr den Kleinen schon kennengelernt? Sag mal, Ernst, könntest du Pepe kurz nehmen? Wir drei wollen uns mal in Ruhe unterhalten. Na klar. Pepe, komm. Komm mal zu Papa. Ha? Komm. Schau mal, wo es was zu trinken gibt, ne? Kleiner Rabauke. Zuckersüß. Zum Knuddeln. Kann nachts aber auch ganz schön anstrengend sein. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Gibt auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Bist du denn noch mit Thomas zusammen? Bist du wahnsinnig? Das Kapitel vergessen wir mal lieber. Ach nee, ne? Batterien alle oder was? Ups.